Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Wie wir 40 Jahre lang dagegen gekämpft haben, dass die Grenzen in Deutschland uns trennen. Wie wir immer wieder dafür plädiert haben, dass es Reisefreiheit geben muss, dass es Selbstbestimmung für die Deutschen in der DDR geben muss. So dürfen wir auch nicht verzagen vor der Größe der Aufgabe, die auf uns zukommt, in der Stunde, wo es da ist. Wir sind eben eine Großstadt und wir können nicht immer davon reden, dass wir die Metropole in der Mitte Europas sind. Und dann, wenn wir es wirklich wieder sind, weil wir normal mit unserem Umland, mit unserem Hinterland verbunden sind, in dem Moment sagen, oh, es wird so schwierig werden, so viele werden kommen, der eine oder andere wird auch hier bleiben wollen, wie wollen wir die alle unterbringen? Ich denke, man soll das alles bewältigen. Und ich Die Lage an den innerstädtischen Berliner Grenzübergängen ist im Moment recht konfus und unübersichtlich. Hier in der Invalidenstraße hat sich am ganzen Abend noch nichts getan. Viele Schaulustige und Westberliner stehen hier und warten weiterhin auf die ersten Ostberliner oder DDR-Bürger, die hier zu einem kurzen Besuch herüberkommen. Aber ganz anders sieht es bereits an anderen Grenzübergängen aus. Beispielsweise im Wedding am Übergang in der Bornholmer Straße. Sie waren gerade dort. Was haben Sie denn da erlebt? Ich habe erlebt, dass um 21.25 Uhr das erste Pärchen Tränen aufgelöst auf uns zugelaufen kam, als sie die Westberliner weiße Linie erreicht hatten, sind mir beide um den Hals gefahren und wir haben alle gemeinsam geweint. Und haben Sie noch andere Leute kommen sehen dann? Ich habe also eine Menge Leute kommen sehen. Angeblich haben dort etwa 1000 Personen zu diesem Zeitpunkt gestanden und wurden zurückgeschickt und sollten von der Volkspolizei sich Stempel holen. Das hat sich aber als nicht richtig erwiesen. Sie wurden zum Schluss ohne irgendwelche Querelen und ohne Komplikationen durchgelassen. Es wurde ihnen auch zugesichert, dass sie jederzeit wieder zurückkommen könnten. Auch Sie waren in der Bornholmer Straße. Haben Sie auch DDR-Bürger schon getroffen dort? Ja, ich war ca. um 9:30 Uhr an der Bornholmer Straße, vorher an der Chausseestraße. Da ereignete sich nichts. Wir sind dann nach der Bornholmer Straße rübergefahren. Und wie wir ankamen, kamen die ersten DDR-Bürger mit Autos und zu Fuß über die Grenze gelaufen. Haben die Ihnen erzählt, welche Formalitäten Sie da noch erfüllen mussten? Ja, wir haben sie denn gefragt, welche Formalitäten. Und da haben sie gesagt, nur ein Stempel im Ausweis, haben uns auch den Ausweis gezeigt, den DDR-Ausweis. Und somit konnten sie fahren. Wir haben auch beobachtet, dass welche zurückgegangen sind, haben ihr Auto geholt und sind dann wieder zurückgekommen. Also die sind nur einmal kurz rübergekommen, um zu testen, ob es auch wirklich geht? Ja, ja. Und sind dann mit Auto wieder zurückgekommen. Und es reichte offenbar der Personalausweis? Nur der Personalausweis. Sie also haben keine anderen Papiere gehabt und die wollten auch alle wieder zurückgehen. Haben Sie auch Leute dort getroffen? Ja, ich habe zum Beispiel ein Ehepaar getroffen, was auf der anderen Seite in der Bornholmer Straße wohnte. Und die Leute sagten, ach, wir werden mal zur anderen Seite der Bornholmer Straße gehen, ob die Hausnummern dort weiterzählen. Hier in der Innen? Ja. Am selben Tag wieder zurück. Hier in der Invalidenstraße auf der anderen Seite haben die Grenzpolizisten offenbar diese Weisung noch nicht bekommen oder sie haben sie nicht verstanden. Hier werden bis zu diesem Zeitpunkt offenbar die Leute auf der östlichen Seite weiter zurückgeschickt. Sie werden vertröstet auf morgen 8 Uhr, dass sie sich dort ihren Stempel bei der Volkspolizei abholen können. Aber wie gesagt, an sehr vielen anderen Grenzübergängen, nicht nur in der Bornholmer Straße, wir haben es auch gehört von der Sonnenallee und vom Ausländergrenzübergang Checkpoint Charlie, ist es offenbar bereits möglich, mit dieser neuen Regelung völlig komplikationslos nach West-Berlin zu kommen. Und was wollen Sie als erstes hier machen? Oh, wir wissen gar nichts erstmal. Wir sind einfach losgefahren. Wir haben es gesehen im Fernsehen, sind einfach losgefahren und erstmal gucken, ob wir konnten sich fassen, dass es überhaupt gehen soll. Sie sind der Erste hier in der Invalidenstraße. Waren Sie vorher schon woanders? In der Bornholmer waren wir, aber da war es so voll, wir dachten, oh Gott, hier stehen wir stundenlang oder was. Wir sind einfach hierher gefahren, haben versucht, ob wir hier durchkommen. Und wie ging das dann mit Personalausweis? Personalausweis ist ganz unkompliziert. Wunderbar. Ja, was wollen Sie denn machen jetzt hier in Berlin? Ja, West-Berlin. Wir wollen erstmal gucken, was überhaupt. Also, wir sind das erste Mal hier und. Ja. Wollen Sie wieder zurück? Heute, ja, morgen, übermorgen? Zurück, ja. Heute noch? Unsere Frauen und unsere Familien sind ja zu Hause. Die sind jetzt nicht mitgekommen, weil sie dachten, oh Gott, das klappt bestimmt zu Sony oder so. Ja. Und wir wollen natürlich nachher wieder zurück. Ja. Darf ich Sie auch noch fragen? Ja, gerne. Ja, ja, wir fahren jetzt mal. Na, wir wollen eigentlich mal sehen, na, bestimmt auf dem Kudamm müssen wir auf jeden Fall mal. Um da mal zu sehen, was da nun los ist. Waren jetzt so viele andere hinter Ihnen? Ja, sehr viel. Nikolai, es ging ja hier erst los.
Jetzt erst das, ja. Es wurden viele erstmal weggeschickt, weil keiner wusste, was nun los ist, wie soll es hier weitergehen. Und auf einmal, wir wollten auch schon losfahren, auf einmal hieß es, geht los, wir können rüber, ja. Und wir haben jetzt, durch Zufall sind wir nun wahrscheinlich die Ersten, die hier angekommen sind oder was. Also, wie wir hier ankommen, wir dachten, das ist unfassbar, ja. Also. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß heute Abend. Ja. Dank, ja. Okay. Das war der Erste, der hier am Grenzübergang Invalidenstraße herüberkam. Offenbar kommen noch sehr viele hinter ihm, die große Mühe haben, sich durch die riesige Menschenmenge mit ihren Wagen hindurch zu zwängen. Die KP sagt, ich muss da 35 Jahre warten. Und du? Ach Mensch, ist einfach irre, den mal von der anderen Seite zu sehen. Und was wollt ihr jetzt machen? Oh, na jetzt machen wir den. Jetzt. Seid ihr jetzt nur mit dem Blauen, ja? Nur mit dem Blauen. Nur mit dem Ausweis. Ja, können wir. Den Ausweis rausholen, meinte. Also ich meine... Keine Formalitäten? Nichts. Nee, nichts. Einfach so durch. Also so locker habe ich das überhaupt noch nie erlebt. Ich war hier überhaupt noch nie drin gewesen in West-Berlin, aber in einer anderen Grenze, nach Polen oder Tschechei. Einmalig. Ja, wir haben das in der Nachricht, die haben gedacht, ach gucken wir doch mal. Wir fahren einfach mal los und dann... Das hätten wir auch nicht gedacht. Wir gehen wieder zurück, wir haben unser Jungen zu Hause, also... Der schläft, ach Mensch, das machen wir nicht. Das machen wir nicht, nee. Hier am Grenzübergang Invalidenstraße spielen sich in diesem Moment unbeschreibliche Szenen ab. Eine lange Schlange von DDR-Autos fährt herüber. Jetzt kommt ein West-Berliner zurück. Die West-Berliner haben sich mehrere hundert Meter über den Grontollpunkt in Richtung Osten hineinbewegt. Die DDR-Posten sind offenbar machtlos und können hier nichts mehr unternehmen. Die Situation an diesem Kontrollpunkt scheint bereits unkontrollierbar zu sein. Die Grenzsperren sind überwunden. Und jeder herausfahrende Trabi oder andere DDR-Wagen wird mit Sekt und Jubel und Blumen begrüßt. Im Moment stoppt wieder die Schlange, jetzt kommt wieder einer. Die britische Militärpolizei ist offenbar nicht mehr Herr der Situation hier. Woher kommen Sie denn? Aus Biesdorf. Wir gehen nur zur Tante, werden jetzt trinken, fahren wir wieder zurück. Und dem Jungen zeigen wir noch ein bisschen den Kuder. Wahnsinn. Weiter hinten auf DDR-Gebiet. Wir können mit der Kamera nur deshalb nicht hin, weil unser Kabel nicht lang genug ist. Der Ton gibt es große Jubelrufe und jeder Wagen aus der DDR, der hier ankommt, wird laut begrüßt. Ja, wir machen mit Stempel und Uhrzeit ist möglich. Oh, wohin denn du? Wo müssen wir jetzt lang? Hier, was? Das kann ich Ihnen sagen. 20 vor 1, 45. Na bitte, danke. Ja, aber hier drin wird nicht gedreht, meine Herrschaft. Hallo, mein Gott, gibt's das nochmal? Das kann nicht wahr sein. Oh. Erzählen Sie mal, wie hat das funktioniert mit den Formalitäten? Gar nichts. Ich bin einfach losgelaufen und drüber. Und ich habe das im Fernsehen gehört, habe einfach ausprobiert und bin ran, habe meinen Ausweis vorgestellt und bin rübergegangen. Weg bei euch. Ich gehe auch wieder zurück. Meine Frau steht irgendwie hinten am Zaun, aber ich musste erst mal einen Schritt auf euren Boden. Noch bist du nicht drin. Kick mal da an. Jetzt erst. Oh. Wir waren jetzt eben kurz an der Grenze und da kam ein junger Mann, der sagt, er war schon eine Stunde drüben. Und da haben wir uns ganz kurz entschlossen, unsere Kinder mal dazu zeigen. Ich kann ja öfter rüberkommen, aber hier, wie gesagt, unsere Kinder, die können das nicht, wa? Wir sind drauf. Wir sind drauf. Hier am Grenzübergang Invalidenstraße haben wir uns inzwischen mittreiben lassen von den West-Berlinern, die so langsam hinter die Grenzmauer gegangen sind, weit in Ost-Berliner Gebiet hinein. In den Türmen sitzen die DDR-Grenzpolizisten und schauen dem ganzen Treiben manchmal sogar fröhlich lächelnd zu.
Warum sind Sie denn hierher gekommen? Na, wir haben das gehört im Fernsehen und das ist natürlich ganz irre. Ja. Wir haben jahrelang davon geträumt und sind nur hier. Und jetzt mit Emal kommt das Ding, die Mauer fällt, Honecker fällt, verstehst du? Und das kann kein Mensch glauben. Das ist das irreste Ereignis, was es überhaupt seit Jahrhunderten gibt. Ja. Im Moment ist eine lange Schlange von Autos aus der DDR hier angekommen. Wollen Sie hin? Bitte? Wollen Sie jetzt hin? Wir müssen was da. Ja, das war's. Habt ihr Bekannte da oder was? Meine Schwester wohnt da. Die haben sie gestern noch abgelehnt. Ja. So besuche ich sie. Gut. Wisst ihr denn schon was? Nee. Die fällt aus Bett. Ja, ja. Ja, die wird wirklich aus Bett fallen. Nach meiner Schätzung befinden sich bestimmt 1500 Westberliner hinter der Mauer auf Ostberliner Gebiet. Es ist nicht ganz zu sehen von hier, wie weit man vorne an den Kontrollpunkt hineingehen kann. Offenbar gibt es da doch noch eine Mauer oder eine Sperre, wo auch die DDR-Behörden die Leute nicht weiterlassen. Während man vorhin hier noch den Eindruck hatte, es könnte eine irgendwie brenzliche Situation entstehen, es könnte vielleicht Gewalt angewandt werden, es könnte etwas demoliert werden. Jetzt ist die Stimmung völlig umgeschlagen. Es ist die Situation eines Volksfestes. Bekannte, die wollen wir besuchen, die warten uns zwei Stunden. Wir wollen einfach mal ruhiger. Nur mal gucken. Mal. Ist traumhaft. Und dann wieder zurück. Wann? Nee, heute irgendwann. Oder also besser es gesagt, ist doch heute. Wahnsinn! Das ist toll. 28 Jahre, das ist die Stunde. Ich bin sehr glücklich. Was für ein Gefühl ist das jetzt? Wir haben überhaupt noch keine Gefühle. Ja, sind Sie mit der Familie da? Fahren Sie bitte weiter, kommen da mehr. Da kommen noch mehr. Sie können aber nicht die Verkehrsstraße hin. Da wird sie nur richtig, oder nicht? Das ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Ich bin mir ist schlecht. Wie fühlen Sie sich? Ich kann es nicht fassen. Ich bin in einer Ohnmacht. Wann haben Sie sich entschlossen, rüber zu fahren? Vor einer halben Stunde. Und fahren Sie zurück wieder? Ich muss erst gucken. Ich möchte mal hier rüber. Ich kann es nicht glauben. Und Sie wollen aber wieder zurückfahren? Natürlich. Heute Abend doch. Viel Spaß auf dem Kudamm. Wir bleiben da nicht weiter. Okay, wir können da jetzt immer fahren. Glauben Sie nicht? Was. Natürlich. Wir gehen jetzt Bier trinken am Kudamm. Und dann fahren wir wieder nach Hause. Das machen wir dann öfter so. Wenn Sie jetzt rübergekommen sind, haben Sie irgendeine Formalität erledigen müssen? Einfach rüber. Einfach rüber hier. Auf Arbeit sein morgen früh um 6 Uhr. Ich weiß ja nicht, wie ich das meinen Kollegen erzählen soll. Ich hab doch meinen ganzen Ausweis verloren, aber das Ding hat gerettet. Sonst wäre ich nicht hier. Das ist mein Wahnsinn. Ach so, ist mein Ausweis. Alles falsch.
Wir haben schon eine Kurve, damit wir normal rüber können. Wunderbar. Ich möchte meine Eltern grüßen in Kiel. Hallo? Ja? Aber ich fahre wieder zurück. Freiheit! Stopp! Ja. Ihr Gefühl, können Sie uns was dazu sagen? Ja, mein Gefühl ist, ich fahre zum ersten Mal im Trabant. Ich bin aus West-Berlin und habe nur das Auto gesteuert. Der Fahrer, der läuft hinter mir. Also ehrlich jetzt. Weiter ist es. Ey, ist das nicht absolut lässig? Wow, ja, finde ich absolut geil. Ich bin ja ganz begeistert. Steig jetzt ja bei Trabi ab, ja? Das ist mein Traum. Sind Sie das erste Mal da? Ich bin das erste Mal da, ja. Ich gehe mal früher wieder arbeiten. Und was sagen Sie? Einwandfrei, absolut lässig. Und ich gehe morgen früh wirklich wieder arbeiten. Wie viel Uhr? Ich komme 11. In der Tat, meine Damen und Herren, das sind waren bemerkenswerte Bilder. Ich glaube, es gilt jetzt sowohl für den Journalismus, aber auch vor allen Dingen für die Politik in beiden Teilen Deutschlands, den kühlen Kopf zu wahren. Es werden auf beide Teile Deutschlands in den nächsten Tagen und Wochen schwierige Zeiten kommen. Man kann nur hoffen, dass dieser kühle Kopf, dass auch die Zusammenarbeit zwischen den Parteien vor dieser Herausforderung wirklich praktiziert wird. Wir wollen uns noch einmal in die Invalidenstraße begeben. Dort steht mein Kollege Robin Lautenbach mit einem Live-Ü-Wagen für Sie bereit. Die Invalidenstraße ist zu dieser nächtlichen Stunde, es ist beinahe 2 Uhr, ist ein Platz für ein Volksfest. Der Grenzübergang ist nahezu blockiert. Immer mehr West-Berliner kommen hierher. Die Ost-Berliner laufen auf die andere Seite, die West-Berliner kommen zurück. So ist es wohl an allen Grenzübergängen. Wie wir gehört haben, allerdings nicht am Brandenburger Tor. Dort ist die Grenze noch zu. Die Polizei macht hier immer wieder Durchsagen und sie weist die Leute darauf hin, dass sie nicht auf die Wellblechdächer der Grenzbefestigungen treten sollten. Man wüsste nicht, wie stabil diese Dächer seien und ob man nicht durchbrechen könnte. Man kann hier offenbar ganz nach Ost-Berlin gehen, bis hinüber zum Alexanderplatz. Und ich frage einfach mal die Leute, die jetzt hier stehen, wo kommen Sie her? Ich komme aus Lichtenrade, ja, mit meiner Frau zusammen. Ich hatte Nachmittagsschicht, wir sind sehr überrascht worden. Und wir haben versucht, über die Waltersdorfer Chaussee heute einzureisen in der DDR, weil wir glaubten, als ehemalige DDR-Bürger, wir sind im März 84 gekommen, dass wir auch die Möglichkeit haben, wieder mal zurück in unsere Heimat zu gehen. Aber es ist uns leider verwehrt worden. Waren Sie jetzt schon mal drüben? Nein, bis jetzt durften wir noch nicht. Und wie gesagt, heute Abend habe ich es versucht. Wir haben gestern wieder eine Ablehnung bekommen. Sie können ja offenbar hier durchgehen, so wie wir das jetzt alle verstanden haben. Wir haben es versucht an der Waltersdorfer Chaussee mit dem BKW. Ja. Das wurde uns verwehrt. Ja. Ich habe vom Herrn Diebken ein Autogramm sogar bekommen. Der stand vorne an der Ecke. Ja. Habe ich darum gebeten. Und wir hoffen, dass wir eines Tages doch einreisen dürfen. Was ist denn Ihre Empfindung jetzt? Auch wir sind glücklich. Wir sind von Ost-Berlin. Und jetzt hier zum ersten Mal einfach so rübergekommen? Nee, ich war schon mal in der BRD, aber jetzt sind wir das erste Mal hier in West-Berlin. Wollen Sie wieder zurück? Sind Sie noch so zum Besuch hier? Ja, wir wollen wieder zurück. Unsere Kinder schlafen zu Hause. Ja. Sie wohnen gleich hier um der Ecke. Wo wollen Sie denn? Nach Haberlandstraße. Wir wollten bloß das Brandenburger Tor mal von der anderen Seite sehen. Das haben wir uns angesehen und nur gehen wir nach Hause. Ja, und Sie, wie kommen Sie hierher? Von Ost oder vom Alexanderplatz. Sind Sie nur aus Berlin oder haben Sie nur einen Ausflug gemacht? Aus Berlin, aber ich habe nur einen Ausflug gemacht, ja. Wie sieht es denn aus am Alexanderplatz? Am Alexanderplatz ist alles voll Westler, die keine Ausweise in den Taschen haben. Das ist die ganze Situation. Und die Herren drüben von der Grenze, die nicken alle freundlich und sagen immer weitergehen. Aber ein bisschen schnell, damit die anderen nach können. Ist doch angenehm, nicht? Das scheint ja im Moment das einzige Problem zu sein, dass die Grenzübergänge zu klein sind, dass sie gar nicht die Kapazität haben, um alle Ost- und Westberliner gegenseitig durchzulassen. Der Zustrom aus der, in diesem Falle, soweit ich sehen kann, aus der Westberliner Innenstadt hält weiterhin an. Ich bin sicher, dass dieses Berlin-Berlinische Volksfest die ganze Nacht hier noch anhalten wird. Und sicherlich
wird morgen früh dann erst die ganz große Reisewelle einsetzen. Der Senat hat ja bis zu 300.000 Besucher erwartet, die vielleicht schon am ersten Tag oder am ersten Wochenende nach West-Berlin kommen werden. Wenn man die Massen gesehen hat, die heute Abend ganz spontan auch hier aus Ost-Berlin hergekommen sind, dann kann man das leicht glauben. In der Zwischenzeit haben auch Leute hier nicht nur viele Sektflaschen mitgebracht, sondern sie haben auch Feuerwerkskörper mitgebracht und schießen Raketen ab. Es ist tatsächlich ein großes Fest. Was für Gefühle beherrschen Sie denn in diesem Moment hier am Brandenburger Tor? Was hier abgeht. Ich begreife das ja nicht. Ich habe gesehen, wie die Mauer gebaut wurde und wie sie jetzt wieder fällt. Was soll das alles noch? Ich stehe hier völlig fassungslos. Ich war eben drüben und sagte, die können von drüben alle ran an eine Mauer. Ich sage, was ist los, da musst du hoch. So was gibt's da ja nicht. So schnell, wie es jetzt gekommen ist, hätte ich nie gedacht, dass es kommt. Ja. Und ich hoffe, dass alle Seiten, sowohl wir als auch die andere Seite, daraus gelernt haben, was sich so entwickelt hat. Und dass wir jetzt nicht den Fehler machen, da ein bisschen jetzt so über den Dingen zu stehen. Ja? Denn wir haben jetzt genauso Verantwortung bei der Sache wie auf der anderen Seite. Und der sollte sich jeder bewusst werden. Ich war also am 13. August 1961 auch hier. Und ich bin also sprachlos, begeistert und freue mich wahnsinnig. Ganz toll. Ich stand hier vor 28 Jahren hier an dieser Stelle, als der erste Zaun hier gezogen wurde. Und ich kann das mitfühlen, was das heute für ein Tag ist. Freiheit. Für die Menschen. Europa. Für die Menschen, die heute hier wieder so hingehen können, wie sie wollen. Und in Freiheit. Und sind alle glücklich. Ich hätte das nie so geglaubt, so schnell, dass das so eintritt. Aber es ist eben doch ein Ergebnis von Arbeit, um das man sich über Jahre lang bemüht hat. Immer Schritt für Schritt. Und wir sind heute einen ganz wichtigen Schritt vorangekommen. Es ist ja jetzt praktisch ungehinderter Reiseverkehr hin und her. Unter uns sind viele aus Ost-Berlin hier. Es ist wirklich die große Freude über diesen Tag, auf den wir 28 Jahre gewartet haben. Seit dem 13. August 1961. Meine, seit 61 haben wir sowas nicht mehr kennengelernt. Ja? Und das ist irgendwie ein bewegender Eindruck, ja, auf den wir lange gewartet haben. Ja? 40 Jahre geht das ja schon hier mit unserer Parteiführung. Ja? Wir haben bis jetzt nicht nicht bewegende erfahren. Und das ist der Augenblick, auf den wir alle gewartet haben. Ja. Ich denke, Revolution lohnt sich. Die haben es geschafft. Die haben es uns vorgemacht. Das ist ganz toll. Ich hoffe, dass man wirklich hier bald auch einfach ein Stück geradeaus gehen kann und fahren. Denn die fahren Kunde vielleicht besser mit dem Fahrrad. Dass man fahren und reisen kann, warum soll man die DDR verlassen? So einfach ist das. Ja. So muss es bleiben. Und weil friedlich alles ist, das heutige Datum wird wahrscheinlich genauso in die Geschichte eingehen wie im aller 17. Dass die da überhaupt nichts gemacht haben. Die wollten bloß da standen, haben versucht einzuschüchtern und sonst überhaupt nichts. Haben sie Lastspritz zum Anfang. Das ist eine fremde Frage, aber haben Sie keine Antwort? Ich hatte auch Angst, ja. Jetzt? Jetzt nicht mehr. Das ist im Prinzip ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Das konnte ich mir nie vorstellen, einmal durchs Brandenburger Tor zu gehen. Das war so traumhaft. Das
so traumhaft. Endlich erfüllt sich das, was wir unser gewollt haben. Das Brandenburger Tor, das Symbol deutsch-deutscher Gegenwart. Heute Nacht war das Tor auf. So sah es aus auf der Ostseite. Um Mitternacht hatten Ostberliner Bürger die Absperrungen vor dem Tor durchbrochen. Viele waren auf die Mauer geklettert, anderen genügte es, einmal durchs Brandenburger Tor zu gehen. Zunächst hatte die Polizei kurz versucht, mit Hilfe von Feuerwehrwerkzeug die Masse zu vertreiben. Dann zog sie sich zurück und wartete im Hintergrund. Sie provozierte nicht und ließ sich nicht provozieren. Eine in der Vergangenheit unvorstellbare Geduld und Gelassenheit. Und das, obwohl aus der Menge immer wieder erklang, die Mauer muss weg. Ein paar Mal drohte die Situation, durch betrunkene Randalierer zu eskalieren, doch schließlich räumte die Menge friedlich den Platz und die Mauer. Das Brandenburger Tor wurde wieder abgesperrt. 3,5 Stunden hatte der Traum gedauert. Invalidenstraße, mitten in der Nacht. Tausende hatten sich auf beiden Seiten versammelt. Nachdem es zunächst an den verschiedenen Sektorenübergängen unterschiedlich gehandhabt wurde, hat man hier um 23.30 Uhr die Tore aufgemacht. Auf Weisung von ganz oben, wie mir ein DDR-Grenzer sagte. Diese Nacht, so sagten Kollegen vom englischen Fernsehen, diese Nacht kannte kein Gesetz. Walter Momper, der hier mit Walter Walter-Rufen gefeiert wurde, versuchte auf dem Ostberliner Kontrollpunkt das Knäuel der Rein- und Rauslaufenden zu ordnen. Und die Berliner zeigten sich insgesamt diszipliniert. Ungläubiges Staunen, unbändige Freude, ja Fassungslosigkeit und Tränen sah man viel in dieser Nacht. So wie die Ostberliner hierher kamen, so konnten Westberliner völlig unkontrolliert und unbehindert hinübergehen. Bis zur Chausseestraße stauten sich die Trabis, die Laders und Wartburgs, dazwischen auch Ost-Berlin-Besucher aus dem Westen, die von der Entwicklung genauso überrascht wurden und jetzt in der Schlange standen. Fast alle Ostberliner sagten mir, dass sie nur mal kurz gucken wollten. Es störte sie nicht, dass auch in Westberlin nachts um 1:30 normalerweise nicht viel los ist. Ich habe nur eine Familie getroffen, die endgültig ausreisen wollte in den Westen diese Nacht. Die meisten kehrten, und diese Bilder zeigen es, nach einigen Stunden zurück nach Ostberlin und stehen jetzt vielleicht schon wieder an ihrem Arbeitsplatz. Die Rückreise mit dem Wagen, dem Fahrrad oder zu Fuß, sie war genauso unkompliziert, wie es am Abend begonnen hatte. Die Wagen mit dem CD-Zeichen waren heute Nacht genauso schnell in den Staus, aber auch genauso langsam wie alle anderen. Prominente wechselten hin und zurück, die das ohnehin schon durften, und jede Menge Unbekannte. Und für viele war es das erste Mal in 28 Jahren. Ich war das letzte Mal am 12. August 1961. Das Problem, was noch ist, das Finanzielle, ja. Wir sind natürlich mittellos. Wir sind hier aber sehr gut empfangen worden, das muss man wirklich echt sagen. Ja, wir waren im Moonclub gewesen, Diskothek. Mein Mann fragte, kostenlos reingekommen, können wir für Ostgeld reinkommen? Da sagt sie, durch. Dann kriegt man, ich habe jetzt hier als Anliegender eine Büchse Bier. Aber auch dieser Stempel im Ausweis ist ja ein Beweis und ein Andenken an eine unvergessliche Nacht. Dem Glücklichen schlägt keine Stunde. Ab Mitternacht war der Checkpoint Charlie-Grenzübergang in beiden Richtungen offen. Viele Schaulustige standen weit auf DDR-Gebiet in den Grenzanlagen. Heute, an diesem historischen Tag, scherte sich weder Ost- noch Westpolizei darum. Einige kamen direkt aus dem Bett an die Grenze. Oh, alles kann ich Ihnen zeigen. Hier, hier. Da, hier, im Schlafanzug. Ich gehe lieber jetzt zurück. Ich war bei meiner Schwiegermutter, die hat mir 3 Tafeln Schokolade gegeben. 3 Tafeln Schokolade. Guten Appetit. Danke. Wiedersehen. Ja, so, und über die Flasche hoch. Komm, mal. Ah, okay. Also, wir haben ein Problem. Wir wollen das. Ein Kommen und ein Gehen. Bewegende Szenen. Nach 40 Jahren ein Schlupfloch in der Mauer für DDR-Bürger. Und immer wieder Beifall für die, die kommen, und auch für die, die gehen. Ein Prosit und ein erstes Familienfoto. Geschichte will dokumentiert sein. Viele DDRler kehrten direkt in eine Theaterkneipe an der Grenze ein. PKW-Rückstau am Heinrich-Heine-Grenzübergang. Aber manche kamen auch noch spät und sehr exklusiv in den Westen. Mit dem Taxi.
runter. Leg dich weiter dran, dann rechts. Links runter. Links runter. Darf ich mal kurz fragen, wohin soll denn die Fahrt gehen hier? Iraner Straße. Zu Freunden. Zu Freunden. Und Ihr Fahrgast ist im Osten eingestiegen? Ja. Ja, ja, da kommen wir her, ja. Er wird auch in D-Mark Ost bezahlen? Ja, ich hoffe. Und Sie fahren auch wieder in die DDR gleich zurück danach, ja? Ich muss arbeiten. Ich habe gerade erst angefangen. Nicht mal ein bisschen umgucken im Westen? Na, bleibt nicht viel Zeit. Bleibt nicht viel Zeit. Wir stehen in Leistung. Okay, dann wünschen wir Ihnen, dass Sie die Straße finden. Wiedersehen. Ich komme nach Bielsturz. Währenddessen eine spontane Performance der Kreuzberger Szene für alle die, die wieder nach Hause fahren. Auf DDR-Gebiet trotz ausgelassener Stimmung, der Stempel durfte nicht fehlen. Genaue Zahlen, wie viele die Grenze per Pedis oder mit dem PKW heute überquerten, waren nicht zu ermitteln. Gestern Abend an der Bornholmer Straße, hier gingen zuerst die Schlagbäume hoch. Ostberliner wurden von wartenden Westberlinern mit Applaus empfangen. Wo hier auf der Brücke der Grenzstrich verläuft, weiß niemand in diesem Moment. Es interessierte auch niemanden mehr. Einige brachten Blumen mit und wurden mit Sekt empfangen. Eine Volksfeststimmung. Zwischen 23 Uhr und Mitternacht erreichte der Strom der Menschen seinen Höhepunkt. Bilder, die wie viele andere in dieser Stadt in dieser Nacht so ungewohnt, unfassbar sind und noch vor wenigen Wochen einfach undenkbar erschienen. Einen Pass brauchte hier kaum jemand. Die Grenzpolizei stand völlig tatenlos, zum Teil auch fassungslos in der Menge. Was ist denn hier los, fragt dieser Grenzpolizist. Diese Aufnahmen entstanden schon hinter dem Kontrollpunkt, also auf Ostberliner Gebiet. Wir haben es gehört, wir konnten es überhaupt nicht glauben und deshalb mussten wir uns davon überzeugen. Und jetzt gab es irgendwelche Probleme noch an der Grenze? Nein, wir brauchen nicht mal einen Personalausweis. Ja, die Grenzbehörden sind freundlich, da sollte man staunen. Ja, für mich ist es ein ganz besonderer Tag, es ist mein Geburtstag gewesen. Also genau von einer Dreiviertelstunde noch. Das war für mich so unfassbar. Ich muss es ehrlich sagen, mein Mann hatte keine Lust mehr, noch mitzukommen. Ich sage, lass uns einmal an so einem historischen Tag einmal mit dabei sein. Sie sind jetzt nur mal für einen Abend kurz mal rüber. Ja, unsere Tochter ist noch zu Hause im Bett. Wir wollen noch wieder zurück. Es ist uns ein bisschen unheimlich jetzt, ja. Und Sie haben alles stehen und liegen lassen? Ja. Die Plätze in der Küche stehen lassen, nicht abgedeckt, nur der Kater ist draußen. Die hat mich angerufen nach der... Das ist ein wunderschöner Tag. Heute ist das Gefühl, als wenn heute der Tag der Deutschen Einheit ist. Es ist unbeschreiblich. Es ist wirklich unbeschreiblich. Also circa um 10:30, als wir es im Fernsehen gesehen haben, dass wir also auch ohne besondere Genehmigung rüberfahren können, haben uns ganz kurz entschlossen von der Geburtstagsfeier hoch und sind losgefahren. Was wollen Sie jetzt machen hier? Wir wollen ganz kurz uns mal umgucken. Wir wollen einen Fuß raufsetzen auf West-Berlin und dann wollen wir auch wieder. Ein bisschen länger dauern sicherlich. Aber Sie wollen wieder zurück dann, ja? Wir wollen wieder zurück, ja. Wir haben mit sehr, sehr vielen hier gesprochen. Die meisten wollten wieder zurück. Glauben Sie, dass die beiden Teile jetzt ein bisschen näher zusammenrücken? Ja, doch. Ich glaube, das ist nicht mehr, die Wende ist nicht mehr abzusehen. Und dass die Mauer jetzt vielleicht wieder in den nächsten Tagen etwas weniger durchlässig wird? Lass doch stehen, die wird als Denkmal. Wir gehen auch wieder nach Hause. Ja, ja. Aber wir wollen endlich, dass das alles so wird, wie wir uns vorstellen, dass alles eins ist, so wie sich das gehört und nicht anders. Alles ist eins. Bis in die Morgenstunden hielt der Strom an. Wie viele über die Bornholmer Straße kamen, konnte die Polizei auch nur schätzen. Über 50.000. In den Ostberliner Zufahrtsstraßen müssen chaotische Verhältnisse geherrscht haben. Die Autos stehen bis Weißensee Spitze. Ja. Bis Weißensee? Bis Weißensee Spitze. Spitze. Ein ratloser Abschnittsleiter. Auch wir von der Polizei haben natürlich große Probleme, jetzt mit dieser Situation überhaupt klarzukommen. Sie können davon ausgehen, dass selbst wir im Augenblick nicht wissen, was sich hier alles so abspielt. Viele Westberliner konnten offensichtlich auch ungehindert über die Grenze nach Ostberlin gehen und wieder zurück. Los, komm, wir gehen noch einen trinken. Wir müssen ruhig hier trinken. Die Grepos hilflos, fassungslos. Ein junger Grenzgänger mit Westpass berichtet. Ich habe auch noch so einen Grenzer gefragt, was ist. Gehen Sie mal. Ja. Ich habe mir vom Hauptmann ja, hat mir jemand ein 20 Pfennigstück gebraucht. Von einem Hauptmann? Ja, ein Hauptmann der DDR-Grenztruppen. Auch der Westen zeigte sich großzügig. Die BVG hatte schnell reagiert und Sonderbusse von den Grenzübergangsstellen an eingesetzt. Die erste Spazierfahrt in den Westen war umsonst. Alles umsonst, ja? Alles umsonst jetzt hier. Nur für die Bornholmer Brücke, Pendelverkehr, U-Bahnhof Osloer Straße, U-Bahnhof Seestraße,
Die Wagen fahren mit Betriebsfahrt wieder zurück, ja, um diese Menschen hier zu befördern. Und man braucht nichts zu zahlen. Nichts zu zahlen, ist alles frei. Beliebtestes Reiseziel, einmal Kudamm und zurück. Kudamm shoppen. Und wenn sie sonst rübergekommen. Als wir weit nach Mitternacht von hier aufbrachen, kamen bereits viele vom Stadtbummel West wieder zurück. Wir waren ein bisschen spazieren und genießt uns erstmal. Und jetzt gehen sie wieder rüber. Ja. Wie war Ihr Eindruck so hier im Westen? Ja, ja. Das erste Interessante war ja schon in die Geschäfte, was man drüben nicht sieht, die Fülle, die Auswahl, was da was so alles gibt. Das kennen wir persönlich so von drüben nicht. Eigentlich merkt man, dass es das mal eine Stadt gewesen ist irgendwo. Es sind die gleichen Häuser, die gleichen Straßen, keine großen Differenzen, glaube ich. Sie wollen aber jetzt gleich wieder zurück? Wir wollen wieder zurück, ja. Wenn es so bleibt, dann warum sollen wir hier bleiben? Ich muss auch morgen, also heute früh dann wieder in den Betrieb gehen, das ist klar, das mache ich auch. Ich hoffe, dass wir gern gesehen sind und dass auch die Westberliner jetzt ständig kommen können. Und ich habe ja hier, wie gesagt, wir haben Verwandtschaft hier und Bekanntschaft. Und dass wir uns alle Tage, wenn wir wollen, sehen können. Und ich hoffe, dass das bleibt so. So ging es fast die ganze Nacht auf dem Kudamm am Kanzlereck zu. Die Volksfeststimmung setzte sich fort. Die meisten DDR-Bürger hatten zwar kein Geld, um sich etwas zu kaufen, aber darauf kam es ja auch überhaupt nicht an. Wollte ich mal meine Fahrband auf dem Kudamm fahren? Herzlich bedanken bei einem Taxifahrer, der hat mich 1:1 zur Mecklenburgische Straße gefahren. War ja eine große Klasse. 1:1. Oh, da muss ich kurz sagen, ja, eine große Klasse. Schönen Dank nochmal. Ja. Der Kurfürstendamm wurde eine einzige Partyfläche. Bis in die Morgenstunden waren 100.000 auf den Beinen und feierten. Mal schnell in die S-Bahn springen und einfach von Berlin-Ost nach Berlin-West fahren. Wer hätte gedacht, dass dies so schnell kommen würde? Und als es möglich wurde, überall fröhliche Gesichter. Für manche war es natürlich nur eine Stippvisite im Westen. Sogar nur ein Ausflug, kurz vor Arbeitsbeginn. Wie lange waren Sie denn hier? Seit wann war's? Seit halb fünf, ja. Rein in die S-Bahn und rüber? Genau so war es. Von der Arbeit, wir sind noch von der Nachtschicht gekommen und sind gleich los. Jetzt wieder rein und zurück? Ja. Wir hatten gar kein Fernsehen an, kein Radio, weil wir Gäste zu Hause hatten. Haben gesagt, abschalten, Bus unterhalten. Und plötzlich haben wir dann nachts um eins mal angeschaltet und haben gedacht, was nur los, träumen wir oder was ist da los, ja? Jetzt fahren Sie früh um sechs zurück? Na, er muss gleich zur Arbeit gehen. Ach so. Das war aber eine lange Nacht. Ja. Ich bin sehr wach. Menschen sagen, war alles rein gewesen, war? Was der Ehren da vom Stab gelassen hat. Trotzdem sagt, zu dem haben wir kein Vertrauen, war? Nee, so sieht das nicht aus. Wie wär's dieses Wochenende nochmal, oder wie? Klar, mit den Kindern. Gerne, mit den Kindern, ja. Die schlafen jetzt im Moment. Ja, die schlafen noch, ja. Wir haben Zettel auf dem Tisch, weil es ein bisschen zu spät kommt. Wir hätten sie gerne mitgenommen. Eltern haben einen kleinen Ausflug. Ja, genau. Wir wollen sie nächstes Mal unheimlich gern mitnehmen. Die BVG hatte sich ja schon Gedanken gemacht, wie man die vielen Besucher abfertigen könnte. Doch der Strom kam eben viel früher. Kam man nun trotzdem klar? Und steigen denn um in die U8? Ja, also ich habe erst um 5 Uhr noch was angefangen. Eher der Nachtdienst ist derjenige gewesen, der also den ersten starken Andrang gehabt hat. War es ein starker Andrang? Also, kann man wohl sagen. Also wenn man mehrere Sonderzüge einsetzen muss, um das Ganze zu bewältigen, dann kann man wohl sagen, dass das ein starker Andrang gewesen ist. Es wird mehr. Über Funk haben Sie es jedenfalls gesagt. Wurde über Funk schon gesagt, ja, heute Morgen geht es richtig los. Es wird ja? Mehr, ja, ja. Freuen Sie sich nun, die Leutchen von drüben fahren zu können? Ja, natürlich. Ich finde das gut. Ich finde das gut, da soll man noch mehr da aufmachen. Vor allen Dingen die großen, größere Löcher machen, nicht nur so eine kleine. Auch am S-Bahnhof Zoologischer Garten war Berlin endlich durchgehend geöffnet. Schlangen an den Telefonzellen vor dem Bahnhof. So mancher Westberliner erfuhr erst auf diese Weise, dass er Besuch bekommen würde. Nur die Ostberliner U-Bahn zeigte in dieser ersten Nacht der offenen Tür wenig Flexibilität. Sie hatte den Fahrstrom ab Friedrichstraße abgestellt. So waren die DDR-Bürger zu Fuß über den Checkpoint Charlie gekommen und konnten ab Kochstraße den nächtlichen Extraservice der BVG bis Alt-Mariendorf benutzen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, vertrauensvoll wende ich mich in dieser Stunde an Sie in einer Frage, die uns alle bewegt und uns alle angeht. Wie Sie über die Medien unseres Landes informiert sind, hat der amtierende Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik am Donnerstag mit sofortiger Wirkung neue Regelungen für Privatreisen
und ständige Ausreisen von Bürgern der DDR ins Ausland beschlossen. Die Regierung entsprach damit zahlreichen Anträgen, Vorschlägen und Kritiken von Bürgern, Organisationen und Institutionen, wie sie in der derzeitigen öffentlichen Aussprache zum Reisegesetzentwurf unterbreitet wurden. Die neuen Regelungen sehen vor, dass ab sofort alle Volkspolizeikreisämter in der Deutschen Demokratischen Republik Anträge auf Privatreisen nach dem Ausland, insbesondere in die BRD und nach West-Berlin entgegennehmen und kurzfristig entscheiden.